Jetzt hatten wir schon so unglaubliche Köstlichkeiten. Wir hatten hervorragenden Käse, wir hatten ganz ausgezeichnetes Fleisch. Aber was wäre so ein Festtag ohne einen entsprechend guten Fisch? Also ich habe eine große Leidenschaft für Fisch, aber Fisch ist nicht gleich Fisch. Und vor allen Dingen, Lachs ist nicht gleich Lachs. Ich freue mich, dass ich an meiner Seite den Henning Plotz habe, der uns extra aus Glückstadt besucht hat, um uns heute auch zu erklären, was macht eigentlich einen richtig guten Lachs aus. Herzlich willkommen, Henning. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, Moin, sag ich mal, wie moin, wie von der man in Küste, ne? Norddeutschland sagt. Genau. Ja, moin. Moin, moin, habe ich meinen halben Tagessatz schon verbraucht, also von daher, moin. Also ich hoffe, Henning, dass du uns gleich noch ein bisschen mehr erzählst, wenn du gerade sagst, dass du damit schon deinen halben Tagessatz verbraucht hast. Das glaube ich dir Hier ist ein übrigens auch Wortschlag. überhaupt nicht. Ah, okay. Henning, das ist ein glücklicher Lachs, nehme ich an, weil du kommst aus Glückstadt, ne? Ja, eine schöne Stadt, von dem Dänen König Christian IV. Mal gegründet, mit dem Spruch, dat mut glücken, dat schall glücken, dorum schall dat Glückstadt heden. Oh. Und das hat sich über die Jahrhunderte bewährt. Und ja, und heute sind wir, die Schleswig-Holsteiner, ja auch bekannt im Glücksatlas, die glücklichsten Menschen. Menschen in Ja. Deutschland. Und von daher, ich bin glücklich, in Glückstadt leben zu dürfen und arbeiten zu dürfen. Und diesen tollen Lachs natürlich hier heute mitbringen zu dürfen. Also Henning, ich weiß, Schleswig-Holstein liegt direkt neben der Ostsee und der Nordsee. Und für gewöhnlich ist es ja üblich, dass wir im Meer auch Fisch haben. Kommt denn dann dieser Lachs auch tatsächlich aus der Nordsee oder der Ostsee? Oder woher hast du uns den jetzt Naja, mitgebracht? schon die Nordsee, also das kommt von den Färöer Inseln, was ja mitten im Atlantik liegt, zwischen den Meeren Dänemark und Island und letztendlich den britischen Inseln. Also er wächst dort in diesen rauen Gefilden auf starke Strömung, kaltes Wasser, hohen Tidenhub. Und dort, wo er aufwächst, da muss er auch richtig kämpfen und arbeiten, um praktisch überhaupt Muskelmasse aufzubauen. Das unterscheidet ihn natürlich ganz extrem von Lachsen, die in irgendwo in Fjorden aufwachsen, so seichtes Die Wasser. entspannt sind. Ja, die sind Ein bisschen entspannt. Das Fett entspannteres ist Leben. anders, Muskel ist anders, man Okay. weiß, wenn man richtig arbeiten muss, dann hat man auch eine andere Struktur im Körper. Okay. Ja. Also die Struktur des Fisches sehen wir ja schon, aber mich interessiert besonders, wie der schmeckt. Deswegen wäre mein Vorschlag, Henning. Ich habe gehört, dass du uns ganz großartige Rezeptideen auch schon mitgebracht hast dafür, dass du vielleicht einfach rübergehst zum Johann in die Küche und mir mal so einen Lachs auch zubereitest, damit ich auch weiß, worüber du hier sprichst und auch bestätigen kann, ob du recht hast mit dem, was du sagst in Bezug auf die Struktur. Und eins möchte ich schon mal vorwegnehmen. Sie haben schon gesehen, ich habe hier auch noch entsprechend schöne Gläser vor mir stehen. Die sind noch leer. Dazu gibt es später mehr. Aber bis dahin, Henning, du würdest mir einen ganz großartigen Gefallen Merkst du, tun. du hast Hunger? Ich habe wirklich Hunger, genau. Okay. Wenn ihr mir vielleicht ein bisschen was von eurem Lachs zubereiten könntet. Wir dürfen ja nur so machen. Henning, grüß dich, mein Lieber. Servus, moin, Johann. So, ja, ich habe zugehört. Ich habe nicht auf Plattdeutsch alles verstanden, aber spielt wahrscheinlich eh keine Rolle. Ich habe hier Lachs, aber Ja. bei dir liegt da was anderes. Das ist doch kein Lachs, oder was Ja, ist ich das bin hier? natürlich Glückstadt. Ich bin bekannt als der Matjes-Rebell, weil ich mich vehement gegen diese ganze Industrieware aufrege und bin vor vielen, vielen Jahren, seit 25 Jahren, auf die Tradition des Heringsverarbeitung eingestiegen, die in Glückstadt über 100 Jahre Tradition hat, und habe den Matjes wieder zu alter Tradition und Güte zurückgebracht, eben die wirkliche natürliche Arbeit, der richtige Fisch ohne irgendwelche Zutaten und Konservierungsstoffe. Darüber habe ich meinen Namen gemacht, meine Liebe zum Fisch. Und so kam ich eben dann auch zum Lachs, weil dort genauso viel Schindluder mitgetrieben wird, dass man gar als Konsument gar nicht weiß, was man heute Da bekommt. So kommen wir jetzt lapprigen gleich Kram dazu. und ja, Kommen wir gleich, genau. weil da habe ich einige Fragen. Ich meine, ich liebe Räucherlachs, aber Ja. ich sag mal, da sind die Preisunterschiede so eklatant, dass man überhaupt keine Ahnung mehr hat. Nee. Aber jetzt muss man mal etwas sagen und jetzt mit einem Augenzwinkern. Was bitteschön hat Marmelade mit Hering, Christstollen, Gin und was ich da sonst noch sehe, Orange und Äpfel zu tun? Weil das verstehe ich jetzt schon mal gar nicht. Das finde ich genau richtig. Genau da fängt es ja an, dass man Menschen heute, womit kann ich sie beim Essen noch überraschen? Man weiß, wenn du was kochst, dann das ist oberste Kante, das schmeckt, dann ist man auch nicht überrascht. Aber wenn du anfängst und bringst Matjes mit Christstollen und Marmelade und Orangen und Schokolade auf einen Teller, dann ist er ein Vogel. Aber genau das will ich ja. Ich will die Menschen überraschen und abholen und dazu dann auch die Story erzählen, warum ich es mache und was für ein Produkt ich verarbeite. Weil die Leute fragen dann ja, wieso, ich kenne nur Matjes mit Zwiebeln. Nein, man kann den Matjes eben, weil wir ihn ganzjährig Also. produzieren, auch im Winter, da kräutern wir ihn mit Zimt und Sandelholz. Das liegt bei uns wie in der Weihnachtsbäckerei. Dann kann ich ihn eben auch mit diesen schönen Zutaten verarbeiten. Du wirst sehen, mit deinem Christstollen wirst du gleich selber sagen, ja, wow, das habe ich nicht Also ich muss ja erwartet. schon wirklich sagen, ich bin ja so ein Theoretiker beim Essen. Ich kann mir das alles, wenn ich was zubereite, schon so sehr intensiv vorstellen auf dem Gaumen. Aber ich muss da ganz ehrlich sagen,
Also ganz ehrlich, Christstollen, Matthias, Schlehen, Gin und Marmelade. Aber gut, du das fängst jetzt will an. Ich ja genau du sehen. Zeigst uns, dass jetzt den Stollen gibt es zu kaufen bei Gomondo. Ja. Leider gibt es den Matthias nicht zu kaufen bei Gomondo. Nein, nein. Aber es gibt hier diesen Lachs. Und genau. Das ist jetzt meine erste Frage. Ich habe ihn ja mal aus dieser Folie genommen hier. Das ist ja eine relativ kleine Seite. Also normalerweise ist die ja meistens ja fettiger. Die Bauchlappen sind viel größer dran. Und der Lachs ist viel weicher. Der ist sehr fest. Genau, so fangen wir vorne an. Das erste nennt man Trim. Das da. Wenn man Trim heißt diese Fläche. Ja, also da, also ja. Da wird schon mal viel abgeschnitten. Die Seite hat ein Rohgewicht von 1,4 Kilo. Was wir jetzt sehen, als etwa 1 Kilo. Also 400 Gramm sind irgendwo verloren gegangen bei der Verarbeitung. Heißt also, wird schon mal was viel weggeschnitten. Das zweite, weil er so schmal ist und weil er so fest ist, er wird 24 Stunden von Hand gesalzen. Und dieses Salz zieht Gewebewasser aus dem Fisch heraus und macht ihn eben fest. Und der Unterschied zu vielen Industrieprodukten, was man im Supermarkt findet, der wird nicht mehr von Hand gesalzen und bekommt die Zeit, damit das Wasser rausgezogen wird, sondern er wird injiziert. Heißt, mit vielen tausend Nadeln wird Salzwasser in das Fleisch gepumpt. Ehrlich? Das ist das, was auf dem Markt ist. Damit hat man eine gleichmäßige Salzung. Aber man pumpt etwa 8-10% Wasser in das Fleisch rein. So, eine Frage, die schon mal jetzt beginnt. Erstmal hast du das super erklärt, weil ich merke das beim Schneiden. Aber jetzt zum Beispiel hier, schneidest du das raus, wenn ich einen Lachs da mache? Das ist reine optische Geschichte. Das ja. kann man machen, damit man kein braunes Fleisch hat. Geschmacklich macht das nichts. Macht das, nichts. Das ist eine schöne Geschichte, wenn man es wegmacht. Von daher so. Hat man eine schönere Fläche. Ich fange auch mal an zu arbeiten. Ja, hier. Ja, ich wollte ja. gerade sagen, also ja, wir sind hier bei keiner Radiosendung, wir sind ja bei einer Kochsendung, beziehungsweise bei Gomondo TV. Und ich schneide jetzt, ich mache ein schönes Lachs da. Ja, also Lachs da natürlich jetzt nicht mit diesen Komponenten wie bei dir. Und da ja, ist wir ja wichtig, auch unterscheiden. Ja, aber ich meine, ich kann es nur mal nochmal betonen. Man sieht hier, dieser Lachs ist extrem trocken. Das heißt ja. trocken unter Anführungszeichen, der ist richtig fest. Die meisten sind so fettig, so weich. Warum ist das? Das sind schon eingangs, das fängt um die bei der den Aufzuchtbedingungen auf. Wenn man sieht, wo der Lachs aufwächst, er wächst wirklich im freien Meergehege auf. Also Gehege, die im freien Meer sind. Und das ist wirklich auch nur bei den Färöern so zu finden. Der hat das sind die schwierigsten Umgebungstemperaturen und Sachen, wo man überhaupt eine Farming machen kann. Also wirklich im freien Meer. Da sind Wellenhub, also ein Meereshub von etwa 8 Metern teilweise. Und das muss praktisch ja auch das ganze Gehege und so aushalten, dass das nicht kaputt geht. Also in diesem Wasser mit Strömung, Kälte, da wächst der Lachs auf. Er muss sich also viel mehr bewegen, als praktisch ein Lachs, der im seichten Innenfjord aufwächst. Und das macht schon mal einen großen Unterschied aus. Ja, und das ist auch sicherlich das, was ich eingangs gesagt habe. Ein Lachs natürlich ist ja heute in jedem Supermarkt zu haben. Ich glaube nicht nur in einer Version, in vielen Versionen. Aber da gibt es ja eklatante Preisunterschiede. Das kommt natürlich jetzt, wenn ich das richtig verstehe, bei dir zum einen, wo kommt das Produkt her, und zweitens natürlich durch deine Liebe zum Räuchern, richtig? Genau, das Räuchern ist ja der zweite Punkt. Also ich nenne es einfach mal Zeit. Zeit ist eines der wichtigsten Faktoren. Zeit zum Aufwachsen, Zeit zum Zubereiten und natürlich auch Zeit zum Genießen. Mhm, ja, und diese Zeit, die wird ja heute gar nicht mehr genommen, oder sich genommen. Und das wird weggenommen. Wie ich eben schon sagte, allein das Salzen, das dauert bei diesem Lachs einen ganzen Tag, wo er ruht. Wenn man eine herkömmliche Ware nimmt, da kommt morgens der Lastzug an mit den rohen Lachsen. Die werden schnell filetiert, laufen über ein Förderband, werden in Salzlake oder eingelegt oder werden mit Salz injiziert. Das geht binnen Minuten. Danach kommen sie schon in eine Schnellräucherkammer und werden geräuchert. Und wie lange räuchert denn dein Lachs jetzt? 2 Tage. 2 Tage? So, da kann man mal sehen, 2 Tage räuchern. 400 Gramm Gewichtsverlust. Also du hast gesagt 1,4 Kilo, ja. Jetzt hat der Lachs ja. noch 1 Kilo. Das finde ich wahnsinnig und viel. Das kostet Geld natürlich am Ende. Ja, bis wenn ein Lachs liegt, etwa, wenn man ihn als Rohware nimmt, wo er aus dem Wasser kommt, hat er ein Gewicht zwischen 3 und 4 Kilo etwa. 4 Kilo in etwa. Und da kann man sich vorstellen, bis dann die Lachsseite auf den Tisch kommt, dann haben wir noch 2 Kilo, so 50% mindestens geht Abfall. Weg. Und jedes Gramm kostet Geld.
Und so, was Geld kostet, muss natürlich eingespart werden. Ja, ist ganz klar. Also ich habe das bestens verstanden. Ich meine, ich sage immer natürlich auch, wenn ich mir schon was Besonderes gönne, dann muss auch der Inhalt stimmen. Und das ist ja auch die Philosophie von Gourmando, wo ich immer sage, Leute, das ist sicherlich etwas teurer bei Gourmando, aber da stecken wirklich Menschen dahinter, da steckt eine Seele dahinter, da steckt eine Manufaktur dahinter. Und das ist bei dir ja hundertprozentig der Fall. Das muss ich wirklich sagen. Henning, ich freue mich so sehr, dass wir deine Produkte verkaufen dürfen, weil sie wirklich was Besonderes sind. Ich kann ja mal so, nur mal so, damit die Leute zu Hause mal ein Gefühl entwickeln, in der Theorie, ja, wie man so einen Lachs auch genießt. Ja. Also erstmal, glaube ich, ist wichtig, nicht zu dünne Scheiben schneiden, oder? Genau, ich finde gerade, wenn man ihn, man kann ihn wie Sushi so richtig runterschneiden, gerade runterschneiden, damit man auch gerade die Rauchhaut ein bisschen mehr hat. Nicht, dass sie so dünn ist, sondern die Rauchhaut ist etwas fester und das Fleisch ist ein bisschen butterig zart. Wenn man beides jetzt so im Mund hat, dann hat man zwei Geschmacksebenen. Einmal das Feste der Rauchhaut, einmal das Weiche vom Fleisch. Bah. Ja, weißt du was? Ich komme ja aus der Steiermark. Ach. Und für mich als Kind, Leute, das war der Wahnsinn. Ich kann das gar nicht vorstellen. Für mich als Kind war Folgendes: Wenn wir essen gingen, der Luxus, der Inbegriff von Luxus war Räucherlachs mit Sahnemeerrettich und Toast. Ich meine, wenn du das heute noch wo servieren würdest, würden die Leute wahrscheinlich sagen, im Restaurant ist der Koch schon gestorben oder was, oder? Ja, leider Gottes ja. Also, ich finde den großartig. So, ich mache jetzt dazu Schalotten. Ja. Zum Lachs da. Und wie weit bist du jetzt? Ja, ich habe jetzt schon mal die Äpfel klein geschnitten. Bin jetzt gerade dabei, dass die Orangenfilets zu machen. Befreie die ein bisschen von der weißen Haut auch alles, dass da nichts weiter dran ist, um feine Filets zu haben. Wie ist es denn bei dir überhaupt? Hast du Zeit noch zum Kochen? Weil du bist ja, du machst es ja sehr versiert. Du bist ja richtig Profi da. Ja, ich bin Autodidakt. Ich habe natürlich damit alles über die Jahre erst so kennengelernt. Und ich bin eben Quereinsteiger. Und ein Punkt ist, ich lasse mir auch immer nichts sagen und gefallen. Und so mir einer sagt, das geht nicht, dann fange ich gerade an, kreativ zu werden. Jetzt weiß ich endlich, was Quereinsteiger heißt. Quereinsteiger heißt nichts gefallen lassen. Ja, genau. Das war irgendwie, wo kommt das Ganze her, habe ich auch immer gefragt, dass ich irgendwann mich damit interessiert habe. Meine Eltern haben natürlich den Hering damals gekauft. Der war salzig, der musste dann zu Hause gewässert werden erstmal, damit er überhaupt schmackhaft wird. Und dann wurde er von meinen Eltern fein filetiert und klein Henning, also ich jetzt in klein, da hatte er natürlich eine Grätenallergie, somit musste das alles fein gemacht werden. Also unsere Matjes werden dann auch wirklich von Hand einzeln geputzt. Und wenn man sich vorstellt, dass wir im Sommer etwa 10.000 Filets am Tag filetieren von Hand, ein Gramm, ein Filet wiegt 40 Gramm, dann ist da eine ganze Menge Arbeit dran. Aber das unterscheidet uns eben auch wieder zu allen anderen Produkten, dass es eben handgemacht ist. Und vor allem ist, und so kam ich halt zum Matjes irgendwann. Vor allem ist es eine sehr kreative Arbeit, ha? 10.000 Kilo schneiden. Ja, so, bin ja selber damit angefangen. Du hast jetzt Orange, Apfel und Matjes. Ich habe jetzt Gurkenwürfel, nur das äußere Kerngehäuse habe ich weg, den Lachs und ich habe jetzt hier Schalotten. Und jetzt nehme ich hier so Frühlingslauch, schneide den Anschnitt weg und mache jetzt hier so richtig schöne, feine Ringerl dazu. Also wir machen so ein richtiges, schönes, frisches Lachs da. Man könnte das auch mischen mit frischem Lachs, aber wir haben jetzt so einen guten Räucherlachs. Also das ist ja, glaube ich, zu Weihnachten das Hauptprodukt beim Verkauf, oder? Ja, das ist nach wie vor, hat Lachs einen großen Stellenwert. Aber der Punkt ist ja auch, wo bekommt man überhaupt noch eine ganze Seite Lachs? Ja? Im Supermarkt kriegst du die kleinen Fitzeldinger da zusammengepackt, 100 Gramm. Das hat natürlich weder was mit Genuss noch mit Qualität irgendwann zu tun, auch von gar nichts, hat es mit Lifestyle was zu tun. Wenn man so eine Seite Lachs, ein schönes Brett auf dem Tisch hat, und dann sieht das erstmal schon mal schön aus. Das ist natürlich und schon ein Knaller. Weißt du, das ist auch das Schöne, wenn man so eine Packung hat, bei dir jetzt wieder einwickelt und man tut es in den Kühlschrank, dann bleibt die Seite komplett saftig und frisch. Ja. Die Scheiben, die sind dann so fettig, die trocknen aus. Und hier hast du eben richtig schönen frischen Lachs. So, ich mache jetzt dazu noch ein bisschen Dill. Was machst du jetzt da rein? Ja, ich habe hier einen ganz wunderbaren, außergewöhnlich, habe ich vorhin gerade auch mal probiert, von Windspiel einen Gin. Den gibt es auch nachher bei Gourmando zu kaufen, da wird man später noch mehr von hören. Und ich habe ihn natürlich auch probiert. Also, und ich trinke gerne Gin, aber das hier, Schlehen-Gin, der hat so eine tolle Frucht, du siehst es an der Farbe schon, den gebe ich jetzt dazu. Ja, und ich will ja nichts vorwegnehmen, aber ich glaube, eine der großen Empfehlungen bei Windspiel ist ja auch, dass man zum Beispiel im Sommer, gell, diesen Schlehen-Gin wunderbar mit Prosecco oder mit Sekt aufgießen kann. Sehr gut, der hat eine tolle Frucht. Der hat einen vollen Fruchtgeschmack. Ich habe das zum ersten Mal jetzt probiert und finde ich wirklich ausgesprochen gut. So, wir haben hier ein schönes Olivenöl, gibt es auch hier aus Sizilien, ja. Ein Bio-Olivenöl gibt es auch bei Gourmando. Ich mache es gerade mal auf. Wir machen jetzt Olivenöl dazu zum Lachs da.
Dann haben wir natürlich dort sowohl Gomonda als auch Lava-Gewürze im Angebot. Wir haben jetzt hier Chilisalz von mir, da machen wir ein bisschen Chilisalz rein, das kann ruhig ein bisschen pfeffrig sein. Und noch ein bisschen Safransalz. Safransalz macht so diesen Lachs richtig schön so leicht gelb, ja, so gelblich. So, jetzt überlege ich mir noch, ob ich alles drinnen habe. Salz habe ich, Gurken, Dill. Ja, da würde ich sagen, kann ich meinen Lachs da schon mal anfangen durchzurühren. Und du machst? Ich mache schon ein bisschen kleine Beilage hier zum Anrichten. Okay. Warte noch, dass die Mandeln ein bisschen angeröstet sind mit Zucker. Die kommen auch noch mit ins Tartar. So, du hast ja eine Gabel liegen, ich schieb's dir mal darüber. Probier mal, ob dir das schmeckt, was noch fehlt. Muss man mal aufpassen, ob man genug Abstand hat, aber prima. Sieht schon mal richtig klasse aus, schön ja, frisch. Sieht, glaube ich, ganz von der Farbe schön frisch aus. Sag nichts Falsches jetzt. Kann ich nicht, so mein Lachs. Genau. Schärfe kommt durch, Frische durch das... die Gurke? Passt gut. Ja, könnte noch einen Tick mehr Gurke rein, oder sonst Tick top. Also mehr Gurke, aber ich habe hier noch eine Zitrone. Oder Zitrone wäre gut. Ja, soll ein bisschen Zitronensaft. Chili kommt nachher auf dem zweiten Biss recht gut recht durch. Ja, warte. Da mache ich ein bisschen Zitronensaft rein. Und du meinst noch ein bisschen mehr Gurke? Ja, oder ein bisschen Zitronensaft nur. Das ja, ich mache Gurken. Ich mache beides. Ja. Die Gurke soll doch nicht gewinnen, sondern... Der Lachs. Der Lachs, ne? Du willst der Lachs verkaufen, nicht Gurken, oder? Du bist ja kein Gurkenhändler, du bist der Lachshändler. Das ist immer das Schöne, wenn man an Gourmet-Sterne-Restaurants was verkauft. Die wollen ja was haben, schön Matjes oder so. Ja, und dann bestellen sie dann ein Kilo für den ganzen Monat, weil dann nur kleine Salmis draus geschnitten werden. Ich meine, da komme ich auch nicht mit klar, ne? Oder mal ein bisschen auf dem Teller sein. Ja, wahrscheinlich haben die keine Gäste, wenn die nur ein Kilo brauchen. So. Ja, das ist auch mal, Henning, ganz kurz, dann kannst du gleich erklären. Mhm. Ich wollte noch mal den Zuschauern jetzt zeigen, wie man halt so ein Tartar anrichtet. Das ist ja so, weißt du, oft das Problem, dass so ein Tartar, wenn man das auf dem Teller macht, nicht richtig appetitlich aussieht. Ja? Und ich nehme jetzt einfach so einen ganz normalen Ausstechring und drücke das jetzt hier schön rein, so, siehst du? Und dann kann ich hier den Ring hochziehen und dann hat keiner das Gefühl, das ist ein Tartar, oder? Guck mal. Das sieht richtig schick aus. Oder? Schick sieht das aus. Ja, allein die Farben, das kann man nur drin verliebt sein. Ja, das ist. So, mehr braucht man nicht. Wir machen natürlich zwei Teller. Du machst auch zwei Teller, weil unsere Nadine und nachher ein wunderbarer Weinexperte wird ja dazu auch noch den richtigen Wein empfehlen. Also da freuen wir uns drauf. Aber jetzt muss ich erstmal meinen Salat holen. So, erzähl mal. Ja, Kommt diese Idee? Weil das ist ja wirklich so absurd. Ich meine, Matthias mit Christstollen und Orange und was weiß ich. Also Glückstadt liegt an der Westküste. Und wir haben, ich wurde als erster Matthias-Hersteller 1999 mit dem schleswig-holsteinischen Prädikat Gütesiegel Spitzenqualität ausgezeichnet. Ja. Und da dachte ich mir, Mensch, wie kriegen wir jetzt die Ostsee und die Nordsee zusammen? Und an der Ostsee Lübeck ist natürlich Lübecker Marzipan, das Aushängeschild. Und da dachte ich mir, okay, das ist natürlich die richtige Variante. Wie kriege ich Matthias und Marzipan zusammen? Das ist so abstrus. Also bin ich angefangen, damit zu experimentieren. Ja, und das führte dann dazu, dass es mir natürlich überhaupt nicht schmeckte, weil ich habe den gesalzenen Matthias genommen, habe ihn mariniert, dann wurde er fest und habe ich ihn irgendwann gekräutert im Winter. Und dann kam ich auf den richtigen Punkt, dass ich dann irgendwann in die Küche zu mir kam. Mein Köchin sagte, haben wir Nutella hier? Da guckten sie mich ganz, ganz an und sagten, ja klar, ich möchte Nutella haben. Dann habe ich ein Glühwein-Gelee gemacht, dann habe ich das angerichtet und das Tartar gemacht und dazu ein bisschen Marzipan und zerlassene Schokolade gegeben. Bitte mach weiter. Ich muss das probieren, weil wie länger du darüber sprichst, desto weniger kann ich mir das vorstellen. Ich habe nur keine Feuer hier auf der Platte. Feuer? Du musst die Platte voll aufdrehen, ja? Ja, habe ich auf 9, aber geht nichts. Blinkt nur und wird nicht warm hier. Ich kann das auch so nehmen. Aber warte mal, blinkt immer nur. Warte, vielleicht hast du eine Pfanne, die nicht geht. Du musst mal eine andere Pfanne nehmen. Das ist ein Induktionskocher. Das heißt, ich habe eine Pfanne hier. Also ja, das liegt vielleicht an der Pfanne. Versuch es mal mit der. Das liegt vielleicht an der Pfanne, weil es Induktionskochfehl ist und da geht nur... Blinkt es noch? Ne, jetzt hörst du schon am Geräusch, genau. Mal. Siehst du, da sind so kleine... Die Tipps und Kniffe des Johann Lafer. Aber bei Induktion muss der Boden... So wird man hier als Gastkoch hier auf die Eisbahn geführt. Nein, du hast ja gut reagiert. Ich stehe hier da wie ein Depp nachher. Nein. So, jetzt passiert dir was. Also leicht, wie auf dem Jahrmarkt riecht das näher, wenn die Mandeln ein bisschen leicht süßlich karamellisiert sind. Das mische ich gleich noch unter und das kommt zum Schluss auch nochmal auf das Tartar drauf. Ja. Und dann wollen wir sehen, wie es schmeckt. In der Zwischenzeit nehme ich mal deinen ganz tollen
Stollen, ja, genau. Probier mal und beschreib mal diesen Stollen. Weil Stollen, meiner kommt ja aus Dresden, ist ja der Original Dresdner Stollen. Man kann es auch an der Schachtel sehen. Auf der Schachtel ist ja dieses Signet drauf, ja. Das Original, das ist dieser Gütesiegel, den muss man ja haben. Ansonsten darf man den nicht Dresdner Stollen nennen. So, jetzt probier mal. Ich bin gespannt, wie der schmeckt. Du weißt ja meinen Spruch, sag nichts Falsches. Also wird Matthias bestimmt sehr lecker. Also den Henning, den laden wir hier nicht mehr ein. Also den, Leute, in Zukunft müsst ihr nur noch bestellen, den laden wir nicht mehr ein. Ja, wirklich, das ist ja der Wahnsinnige. Aber so muss das Leben sein. Kannst du mir ein Stück rübergeben von meinen Stollen? Ich muss selber ein Stück essen. Gerne. Ja, leg es einfach dahin. So, danke schön. Genau. So, dann wollen wir mal gucken. Also du weißt du, wie viel Rosinen drin sein müssen beim Dresdner Stollen? Keine Ahnung, ich bin Fischspezi, aber kein Stollenspezi. Das riecht jetzt schon schön am Mandeln hier. Mach die noch mal aus. Also ich kann dir nur eins sagen. Hast du ein bisschen Weihnachtsgefühl? Ja, dieser Stollen ist richtig saftig und hat ein total ausgewogenes Aroma. Und wie länger ich drüber nachdenke, wenn der Matthias wirklich in Zimt eingelegt ist und so, wie man den jetzt hier sieht, ist er da, dann kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Das kann gut zusammenpassen. Na, dann bin ich mal gespannt. So, du gibst mir jetzt ein bisschen was auf die Gabel. Bist du fertig mit dem? Ja. Oder? Dann nimm mir Gabel und gib mir was drauf und dann gib mir die Gabel rüber, bitte. Wir müssen ja aufpassen hier mit dem Abstand. So, nicht zu so viel, weniger. Ja, so. Sonst fällt alles runter. Wahnsinn. Unfassbar. Hm? Also diese Orange, das ist Wahnsinn, oder? Das ist wirklich Wahnsinn. Das schmeckt ja fast wie ein Nachtisch, oder? Ja, genau. Deswegen bin ich ja, du bist ja nun mal der Nachtischkönig. Und jetzt machen wir Nachtisch nochmal, wie gesagt, mit Fisch. Und ich glaube, das hast du dein Lebtag noch nicht gemacht. Nee. Und genau das ist doch das Spannende. Also ich muss wirklich sagen. Wenn man zu Weihnachten eine Gans serviert und vorweg gibt das Matthias mit Marzipan und Lebkuchen oder Christstollen von dir, dann sagt doch jeder, jetzt hört es auf. Nee, weil ich habe einmal gelesen, da werden immer so vor Weihnachten in den Fachzeitschriften die Weihnachtsmenüs der Restaurants veröffentlicht. Und da hat einer mal geschrieben, Jakobsmuschel auf Christstollen mit Zimtsabayone. Da habe ich gesagt, der muss ja total besoffen sein, wie das schmeckt, verstehst du? Aber nachdem ich das jetzt probiert habe, muss ich sagen, also ist das wirklich überraschend für mich. So, ich mache jetzt hier noch eine kleine Spalte drauf auf meinen Lachs da. Da kann der Gast noch so ein bisschen nachher selber nachwürzen, wenn er möchte. Wir machen noch ein paar Tropfen Olivenöl drüber, so ganz leicht. Und Henning, dann stellst du deine beiden Teller einfach zu mir dazu hier. Jawohl. Weil wir wollen nochmal den Zuschauern dann in einer Großaufnahme zeigen, was wir beide jetzt hier aus diesen wunderbaren Produkten deines Hauses gemacht haben. Und ich kann dir nur sagen, du bist nicht nur ein exzellenter... Ja, die brauche ich noch. Ah, brauchst du noch? Ja. Okay, ja, gut, die will ich wegnehmen da. Ja, und ein bisschen hoch rüber. So, jetzt stellst du schon, ja genau, so. Voilà. Was ist denn auf dem Stollen drauf? Da haben wir ein bisschen Rosenmarmelade aufgemacht. Es gibt eine Rosenmarmelade. Es gibt Sorten in Schleswig-Holstein, in Nordstrand. Ein Hersteller, der macht wirklich aus den Rosenblüten eine Marmelade. Und das war sortenrein. Und so kann man sagen, ich möchte lieber die Sylter Strandrose haben oder die... Und jetzt genießt, Leute, nochmal zu Hause. Schaut euch das an hier. 4 Teller Matthias und Träucherlachs aus Glückstadt. Da kann man nur glücklich sein. Ich würde das so unterstreichen. Also jetzt, weil ich muss zugeben, wenn ich euch so zuschaue, aber vor allen Dingen, wenn ich, das riecht man, ne? Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Aber Essen alleine reicht oft nicht, also mir jedenfalls nicht. Und Sie haben das vorhin schon gesehen und ich habe es angekündigt, vor mir stehen ein paar noch leere Gläser. Das werden wir gleich zu ändern wissen, weil jetzt soll es sich um den perfekten Wein drehen, den wir dann zu diesem großartigen Essen auch verköstigen können. Und darauf freue ich mich. Aber als erstes freue ich mich jetzt dabei, dass ich diese Auswahl nicht alleine treffen muss. Herzlich willkommen, Walter Polz, extra aus der Steiermark angereist. Hallo Walter.
Hallo Nadine, freue mich, dass ich hier sein darf. Dankeschön. Du Walter, du hast uns Weine mitgebracht und zwar nicht einfach nur so, sondern du hast uns Weine mitgebracht, weil du bist jetzt der Weinexperte an meiner Seite, weil da geht es mir sicherlich so wie euch auch. Man stellt sich immer die Frage, zu welchem Essen sollte ich jetzt eigentlich auch welchen Wein trinken? Was passt da zusammen und wie treffe ich meine Entscheidung? Und Walter, ich hoffe, dass ich da heute einiges von dir mitnehmen kann. Ich hoffe auch, dass das so funktionieren wird. Ich bin ganz sicher, dass das so ist. Walter, was macht dich eigentlich zu dem Weinexperten, von dem ich gerade spreche? Also du hast eine Funktion bei der Domain Kilger, unserem Lieferanten des besten Weins. Das ist welche genau? Du, warum? Ich habe einfach nichts anderes gelernt, wie aus Kindesschuhen an immer im Weingarten mitzuarbeiten. Und das hat mir einfach gefallen. Gefunden und ich bin dann zu Hause geblieben und habe dann im Weingarten mit meinem Bruder gemeinsam ein Weingut aufgebaut und bin jetzt da bei der Domain Kilger und freue mich riesig, dass ich dieses Weingut unterstützen kann und eben meine Gedanken dort einbringen kann. Der Walter sorgt nämlich für die perfekten Aromen. Und über diese Aromen möchte ich jetzt auch mit dir sprechen, aber erst, meine lieben Herren, es trinkt sich dann auch so schlecht auf leeren Magen. Würdet ihr uns bitte auch das entsprechende Essen dazu bringen? Ja, wenn ihr das nicht essen wollt, dann essen wir selber. So, ja. Der Henning wird das Service übernehmen. Ganz herzlichen Dank. Henning, ich gebe ganz ehrlich zu, ich Henning, bleib einmal kurz stehen. Bleib einmal kurz stehen. Nadine, guck mal auf seine Schuhe. Komm mal her. Ja, der macht den Papst nach. Oh. Ah, ich glaube, jeder muss seinen kleinen Spleen haben. Die passen aber hervorragend zu deinem Fisch, Henning. Ja, genau. Ja. Komm, bitte servieren noch den richtigen Teller auf. Ja, ich wusste gar nicht, dass man den Fischpapst zu Gast haben wollte. Der Fischpapst, genau. Der stelle ich mal in die Mitte. Ja, herzlichen Dank, Henning. Anreichen. So. Ja, super. Qual der Wahl. Super, danke sehr. Ich bin mal gespannt, welche Weine du dazu empfiehlst. Ich wüsste, was ja, ich trinke. Ich habe ja natürlich gewusst, was ihr kochen werdet und vorbereiten werdet. Und dann habe ich mir natürlich Gedanken gemacht. Und das ist immer das Schwierigste, weil man nie weiß, was ein Koch und wie ein Koch kocht. Dann fragt man einfach nach, was machen sie, was tun sie rein oder so, damit man ungefähr eine Vorstellung hat, was man dann für einen Wein mitnimmt. Nicht? Kann ich mal vorne anfangen, ist das eigentlich wahr, dass ich darauf achten muss, wenn ich jetzt wirklich Fisch vor mir habe, und wir haben ja zwei Variationen vom Fisch vor uns, dass ich dann bestenfalls zu einem Weißwein greife oder kann ich dann auch einen Rotwein? Naja, grundlegend sagt man genau das, was du gesagt hast, dass man zu Fisch eigentlich Weißwein verwendet und trinkt. Aber, wie ich gehört habe, dass der Henning so ein spezielles Gericht macht, wo so viele, also mit Äpfel, Marmelade und dazu kommt, habe ich mir gedacht, das muss eine Geschmacksexplosion sein. Und ich habe es ja auch noch nicht probiert. Aber ich kann es mir vorstellen, dass ich da einmal einen Rotwein dazu probiere. Weil, nämlich, es ist ja eigentlich unfair, ich sage immer, es müsste ja eigentlich der Koch erst den Wein probieren und dann dazu kochen. Ja. Ne? Weil ich kann nur einmal im Jahr einen Wein machen. So, aber da wären die Köche doch immer betrunken, wenn ich den Wein probieren würde. Also ich kann nicht mehr länger zuschauen, ich habe auch ein bisschen Hunger. Ja, erst würde ich vorschlagen, ich sage jetzt mal das klassische Lachs. Ja. Tatar. Henning, noch mal zu dieser Konsistenz, ne, ganz kurz, bevor ich auf den Wein gehe. Man merkt das schon, wenn ich mit der Gabel da reingehe, der ist wirklich fest. So, ja. Jetzt bin ich gespannt auf den Geschmack. Mm. Na, Walter, du hast ja auch ganz besondere Geschmacksknospen, jetzt bin ich gespannt. Oh. Total fest, gell? Mhm. Super. Und sehr intensiv, ne? Jetzt habe ich so ein bisschen Sorgen bei der Auswahl des Weins. Entschuldigung, jetzt spreche ich schon mit vollem Mund. Dass der Wein überhaupt gar nicht so richtig zum Vorschein kommt, wenn ich hier so einen intensiven Fischgeschmack habe. Worauf sollte ich da jetzt achten auch? Du, wir werden das jetzt probieren. Wir haben ja auch mehrere Gläser hier stehen. Ja. Und werden jetzt mit den weißen Sauvignon Edition Lafer beginnen. Das ist ein Sauvignon Blanc aus der Weststeiermark, aus dem Jahr 2019. Es ist ein frischer, mineralischer Wein. Und darum habe ich ihn mitgenommen, weil ich mir vorstellen kann, dass das eben zu diesem intensiven Geschmack extrem gut passen kann. Und ich würde vorschlagen, ich darf dich ja leider nicht einschenken, aber, jetzt musst du das selber machen, ja. Unhöflich, aber ist so,
dass wir vielleicht am Anfang dieses Sauvignon-Glas verwenden. Das ist Darf ich dich direkt da mal unterbrechen? Da geht es Ihnen wahrscheinlich ganz genauso. Man steht vor seinem Tisch, man möchte das ja auch alles schön gestalten. Man hat sich Gedanken darüber gemacht, was soll es zu essen geben. Man hat sich Gedanken darüber gemacht, was soll es für einen Wein geben. Kann ich das Ganze jetzt tatsächlich, also gerade bei dem Getränk, schmälern, weil ich zu den falschen Gläsern gegriffen habe, da du mir jetzt auch diese Auswahl mitgebracht hast? Was macht denn da das richtige Glas aus? Entschuldigung, dass ich da jetzt mal vorweggehe. Absolut. Also ein richtiges Weinglas kann einen Wein total heben oder auch, ich sage mal, einen Wein sehr flach machen. Mhm. Wir haben das Glück, dass wir heute ein Testing-Set von Riedel hier haben, das auch bei Gourmando... Kann mal einer kommen? Ich möchte das hier mal zeigen, was wir hier für unglaubliche Gläser bekommen haben. Die sind auch wahnsinnig leicht. Und wenn ich die so gegen das Licht halte, sehe ich sogar auch, dass die so ein bisschen... Das sind gar keine ganz runden Gläser, ne? Die sind so ein bisschen... Genau, die sind so angeschliffen. Ja, genau. Und die entfalten einen Wein einfach extrem gut. Warum? Warum? Weil... Hat das was mit der Dicke dann zu tun oder wie die Form von dem Glas ist? Je dünner das Glas ist und je dünner das Glas an die Lippe kommt, umso intensiver wirst du den Wein am Gaumen spüren. Ach so. Darum kannst du... Aber wenn du einen Wein aus einem dicken Wasserglas trinkst, wirst du nie diese Geschmacksfülle und diese Geschmacksexplosion am Gaumen finden, als wenn du so ein schönes, feines Glas hast. Okay, also das bedeutet, wenn ich künftig nicht sofort den richtigen Griff auch ins Weinregal bei mir in den Schrank tätige, dann kann ich damit auch wirklich, was ich vorher mir an Gutem rausgesucht habe, direkt Entschuldigung versauen. Das war mir gar nicht so bewusst. Das habe ich deutlich gesagt. Das tut mir wirklich sehr leid. Versauen. Okay. Aber es ist, probieren wir das einfach einmal. Ja. Wir haben hier ein Sauvignon Blanc. Was macht denn so ein Sauvignon Blanc eigentlich aus? Warum passt der jetzt besonders gut, gerade auch zu diesem Lachs zum Beispiel? Ein Sauvignon ist einfach ein würziger, fruchtiger Wein. Ja. Der Wein ist nur im Stahltank. Kann man das mal kurz? Ist nur im Stahltank ausgebaut. Okay, dieses Glas, ja. Ist sehr leicht. Also wir haben hier, wir reden hier von knapp 12 Volumenprozent Alkohol. Ach, da kann ich ja mehr davon trinken. Absolut. Also das ist was mich jetzt aber schon wieder irritiert, ist, ich habe hier einen Schraubverschluss. Ja. Ich habe gedacht, einen guten Wein macht vor allen Dingen der in Anführungsstrichen Verschluss, beziehungsweise in dem konkreten Fall dann auch der Korken aus. Jetzt habe ich hier einen Schraubverschluss. Ja, wir verwenden die Schraubverschlüsse recht gerne. Und zwar für die Weine, die wir gerne und schnell auch einmal trinken. Das heißt, ich nenne das ganz gern so Alltagsweine, weil einfach der Schraub... Es geht einfach schnell auf, aber der größte Vorteil ist, wenn man es nicht austrinkt, man kann es zuschraufen und auch wieder in den Kühlschrank legen. Mhm, und okay. Nicht, also man hat ja nicht immer Platz. Und wenn du den Korken immer wieder drauf tust und du stellst es in den Kühlschrank, dann hast du meistens das Problem, dass du ihn gar nicht mehr reinbringst. Also Walter, zwei Fragen dazu. Du hast gesagt, in den Kühlschrank. Das heißt, der Weißwein muss auch immer gekühlt sein. Gibt es da eine spezielle Temperatur, wo du sagst, also die sollte es nicht unterschreiten und die sollte es nicht überschreiten? Also ich bin schon ein Fan, dass ich die Weißweine sehr kühl trinke. Okay. Also weil ich sage immer, er wird ja automatisch warm im Glas und da ist mir lieber vorher ein bisschen kühler. Und außer man trinkt schnell genug, dann hat man das Problem natürlich nicht. Oh, der riecht aber sehr blumig. Zum Wohl, Nadine. Zum Wohl, danke schön. Also das ist eine ganz fruchtige Note, die ich hier wahrnehme. Übrigens was ganz anderes, als ich jetzt zum Beispiel von diesem Fisch. Ja. Und jetzt muss ich mal probieren. Ja, Johann, das können wir leider nicht beurteilen. Wir kriegen ja keinen Wein ab hier, ne, als Köche. Das ist ja schade. Du, ich würde euch so gerne etwas rüberbringen. Die Norddeutschen trinken aber doch keinen Wein, oder? Wenn du jetzt diesen Wein probierst, dann merkst du, das Terroir, diesen Schieferboden, das ist dieses mineralische Salzige. Ach, deswegen? Und deshalb habe ich auch diesen Edition Lava-Wein mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, zum Lachs, salzig, Meer, das könnte einfach sehr gut dazu passen. Aber wenn's rund? Du,
wenn man vorher ein bisschen probiert und jetzt einen Schluck Wein dazu und dann merkst du, wie das, ich sage immer, wenn das da hinten so kitzeln anfängt, das sind die Mineralien, die der Wein von Boden herauszieht, das ist einfach ein besonderer Wein. Und zu so einem speziellen Gericht kannst du das dann einfach wunderbar dazu trinken. So, jetzt hast du schon gesehen, ich habe angefangen, diesen Wein zu schwenken. Ist es eigentlich nötig, bei so einem Rotwein sieht man das ja häufig, muss ich so einen Weißwein schwenken, damit er das Aroma nochmal entfaltet, oder? Genau. Das ist unsere typische Handbewegung von einem Weinbauern, dass man automatisch immer wieder das Glas so schwenkt, damit die Aromen eben sich entfalten können. Und ja, und dann genießt man eben den Wein mit dem Essen. Und ich sage auch immer gern dazu, ein Wein muss Speichel ziehen. Sobald er Speichel zieht, hast du wieder das Gefühl, das wie beim guten Essen, dass du wieder ein Biss noch essen willst. So ist es auch beim Wein, wenn du den kostest jetzt, da, wirst du merken, dass das da hinten absolut so zum Kitzeln, den Gaumen, das Wasser zieht. Und dann hat man schon wieder das Gefühl, ich möchte einen Schluck trinken. Also, ich nehme nochmal so einen Schluck. Sie können sich das gar nicht vorstellen. Prost, ihr Lieben, vor allen Dingen Prost, Johann. Johann. Es ist ja nun ein Wein von dir. Ja. Eine unglaubliche Komposition. Ich komme gebürtig so wie der Walter aus der Steiermark. Und ich finde, die Leute haben ja so ein bisschen manchmal das Thema, wenn sie Wein kaufen, sind Sie verunsichert, welche Auswahl treffe ich oder was ist der beste oder der richtige Wein dazu? Und ich meine, Gaumont steht für Manufaktur, Gaumont steht für Besonderheiten und ich meine, wofür wir stehen, ist einfach, dass wir den Leuten ehrlich etwas offerieren, was einfach den richtigen Inhalt hat und deswegen habe ich gesagt, okay, ich könnte gerne draufschreiben, weil ich einfach dafür bürge quasi, dass der Gast auch da mit diesem Wein einverstanden ist. Weil man kann ja anhand des Etiketts oder anhand, weiß ich nicht, du weißt es ja selber, da gibt es ja heute Etiketten, da denkst du ja, da hat der Winzer selber drin gelegen in der Flasche, aber das nützt ja nichts, der Wein muss trotzdem schmecken, oder? Aber was sagst du denn dazu, wenn du jetzt den ersten Schluck nimmst, du hast gerade gehört, was der Walter beschrieben hat, was man alles da rausschmecken soll, du hast ja nun auch ein wahnsinnig feines... Ja. Also Sauvignon Blanc ist die typische Rebsorte der Steiermark. Ich glaube, die letzten 7 Jahre, Walter, berichtige mich, war immer weltweit der beste Sauvignon Blanc aus der Steiermark. Absolut. Die letzten 7 Jahre. Stell dir mal vor, was das bedeutet. Dieses ist zurückzuführen auf das Klima, auf die Bodenbeschaffenheit und es ist dieses Grasige. Ich sage mal so, Sauvignon Blanc ist für mich so grasig, ist ein ja, wie soll ich das erklären? Es ist jetzt nicht so ein eleganter, vollmundiger Wein, sondern der hat so seinen eigenen Charakter. Ich glaube, den kann man unterscheiden von fast allen Weinen. Und der passt eben zu so einem, ich sage es auch hier, Geschmack von Gurke, Räucherlachs, zu diesem Räucharomen, finde ich dazu perfekt. Also ich würde sogar tatsächlich noch ergänzen, der Wein ist so bekömmlich, ja, also er schmeckt so rund und so weich, den kann ich mir auch noch zu vielen anderen Sachen vorstellen. Und ich kann mir den im Übrigen auch wirklich als einen guten Alltagswein... Nadine, ja. Ob der bekömmlich ist, das merkst du erst, wenn du 3 Flaschen getrunken hast. Aber Nadine, um das Gespräch, was wir früher geführt haben, wegen den Gläsern, jetzt probieren wir den gleichen Sauvignon noch in das Burgunderglas einzuschenken. Das ist das Glas links neben dir. Ja, sie hat schon gesehen, dass ich angefangen habe zu lesen. Ja, genau. Macht das jetzt eigentlich einen Unterschied? Ich halte das einfach mal schräg, ne? Und dann auch eine unglaubliche Farbe, ne? Und, wie Sommer. Und hier sieht man oder riecht man jetzt den großen Unterschied, wenn du, also zuvor war das Sauvignon Blanc, Glas, was Riedl extra für Sauvignon entwickelt hat. Das ist eben so tulpenförmig, wo der Geschmack oben gebündelt, der Geruch oben gebündelt wird. Und das Chardonnay-Glas ist eben ein offenes Glas, ist ein bauchiges Glas. Kommt natürlich am Gaumen der Wein noch ein bisschen breiter. Aber du hast nicht diesen intensiven Geruch dieser Stachelbeere vom Sauvignon Blanc. Und das sind eben so die kleinen Unterschiede, was wir früher gesagt haben, ob du das Glas verwendest oder ein anderes Glas. Du hast nur einfach einen anderen Geschmack am Gaumen. Es hat einen Riesenunterschied, wirklich. Es macht einen Riesenunterschied. Das hätte ich nicht gedacht. Jetzt können Sie das leider gar nicht riechen.
Ein hervorragender Wein. Walter, du hast uns aber auch noch einen zweiten Wein mitgebracht, ne? Ja, du hast genau. Du hast uns noch einen Rotwein mitgebracht. Und wir das zum Fisch. Du, wie ich gehört habe, dass der Hennes so extravagant Mattes macht, sagen wir es mal so. Extravagant. Ich würde sagen, mit meinen Worten. Hallo. Und dann habe ich gedacht, und auf das bin ich jetzt schon extrem und selber extrem neugierig, wie das sein kann. Ich habe nämlich auch wieder eine Larve, Johann Larve Edition mit in Rot. Ja. Und zwar die hat ein Freund von mir gemacht, der Uwe Schiefer. Das ist ein Cuvée aus Blaufränkisch, Zweigelt und Merlot aus dem Jahr 2018. Schauen Sie sich das Etikett einfach mal an. Und den werden wir jetzt öffnen. Unglaublich schön. Ich kaufe tatsächlich Wein ja auch nach Etikettoptik. Okay. Ne? Minimalistisch. Henning, und wir suchen Frauen aus nach der Optik auch, oder? Ist das so? Ich werde mich als Norddeutscher jetzt nicht outen. Also ich würde Folgendes machen, bevor ich jetzt zu diesem Wein gehe, darf ich das überhaupt weiter? Ich würde gerne, ich kann es mich kaum abwarten, natürlich. Auch den Matthias probieren. Absolut. Damit ich auch vielleicht einen Vorgeschmack. Wir machen das. Ja, machen wir? Wir machen okay. Das. Nussig. Mhm. Also, Henning, ich muss sagen, dass das miteinander funktioniert, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das schmeckt. Nee, also, das weißt schmeckt. Du, da musst du schon einen leichten Sockenschuss haben, wenn du hier Weihnachtstoll mit Matthias verbringst. Deswegen habt ihr mir vorher auch den Wein gegeben, ne? Ja, wenn es ein Matthias mit dem Brot dazu hat, diese Süße. Mit dem Marmelade, mit dem Stollen. Da lernst du mal was. Und das waren auch meine Gedanken, weil das so weihnachtlich schon geklungen hat. Ja, genau. Und jetzt ist ja draußen kalt und, da habe ich gedacht, da muss ich jetzt einfach einen Rotwein dazu probieren und schauen, wie das einmal passt. Also wir haben hier wirklich es ist extreme Geschmacksexplosion. Genau. Das wichtigste Werkzeug für einen Winzer. Ich bin ganz fasziniert, mit welcher Eleganz du es dann auch schaffst, diese Flasche so zu öffnen. Ich habe sie mir ja vorher, damit man nicht sieht, wie ich damit kämpfe, schon geöffnet. Ich bin ganz in Ich mache das automatisch. Mhm. Und zwar, du bist nie gefeilt bei einer Korkflasche. Das ist eben der Vorteil vom Drehverschluss. Da kannst du zu 99,9% sicher sein, dass der Wein so so schmeckt, wie er abgefüllt geworden ist. Bei einer Flasche mit Kork kann es natürlich immer passieren, dass du einen Muffton hast, der eben von Natur aus im Korken drinnen sein kann. Das sind Pilze, die sich da einnisten. Und darum ist es extrem wichtig, dass man den Korken anriecht. Mhm. Und wenn der dann so dumpf riecht, also nicht nach dem Wein, dann sollte man ihn unbedingt vorher probieren, weil dann kannst du fast davon ausgehen, dass der Wein einen Fehler hat. Okay. Eben vom Kork bekommen. Hat das auch was damit zu tun, wie ich den vorher gelagert habe? Wenn ein Kork bringt es von Natur mit. Mhm. Und wenn der Winzer die Flasche zumacht, dann hat der Wein schon einen Kork. Das ist dann egal, ob das warm gelagert worden ist oder kalt. Gelagert worden ist, der Korkgeschmack ist dann im Wein. Okay. Aber die Lagerung, weil du das gerade ansprichst, es ist immer toll, wenn ein Wein eher kühl gelagert wird. Also ich glaube, dass ihr alle noch wesentlich mehr Fragen auch rund um das Thema Weinwissen habt. Also mir würde es jetzt so gehen, ich habe sie auch. Ich freue mich, wenn ihr euch jetzt einfach selber dann auch mit einbringt und wir dann nachher auch mit Walter nochmal darüber reden können, was es sonst noch so an Rückfragen gibt. Walter, ich bin sicher, da wirst du dann auch noch einiges zu erzählen können. Ne? Jetzt bei dem Glas wieder, du hast jetzt wieder noch, wir haben ja noch zwei Gläser übrig. Ich gehe mal stark davon aus. Jetzt nehmen wir mal das ganz rechte. Alles klar. So, auch hier würde ich jetzt gerne wieder anfangen, damit mir auch die Farbe anzugucken. Dunkelrot. Also was Farbe bedeutet ist Cuvée jetzt übrigens? Cuvée heißt, wenn verschiedene Weine zusammenkommen. Mhm. Also nicht bei der Ernte, sondern die tut man dann wirklich
Wenn die Weine fertig sind, tut man das küvettieren. Das heißt, ich nehme von diesem Wein was, vom zweiten Wein, in dem Fall vom dritten Wein, und gebe das zusammen und schaue dann wirklich, ob das einfach am Gaumen passt oder nicht. Also nicht reinrassig quasi? Da, in dem Fall ist es nicht reinsortig. Ah, reinsortig, sagt man. Okay. Also was ich schon mal rieche, ist das, was du gerade auch sagtest, es ist, also ist nicht muffig, sondern es ist wirklich aber trocken. Also der Wein ist trocken. Der Wein ist sehr, also er riecht trocken. Ist das eigentlich wichtig? Man schaut sich ja gerade bei so einem Rotwein gerne am Glas auch an, ob der, ich glaube, man sagt, Fäden zieht. Ne? Was? Die Fäden, ja, die Schlieren, sagen wir. Mhm. Das ist, die Schlieren zeigen an, ob der Wein viel Glycerine hat oder nicht. Und je mehr Fäden oder Schlieren der Wein zieht, umso mehr Glycerine hat er, umso dichter ist der Wein. Und also die Vorgabe war ja auch, also wie wir über das Projekt Lafer-Kollektion diskutiert haben, wir haben gesagt, wir wollen jetzt Weine produzieren, die auch schnell getrunken werden können. Also es hilft ja uns nichts, wenn wir immer Weine machen, das dann 10 und 20 Jahre weglegst. Wir wollen ja die auch aktuell und schnell trinken. Und mit diesem Cuvée kann man das, glaube ich, extrem gut spüren, dass der Uwe da sich sehr viel Gedanken gemacht hat, dass der Wein saftig ist, dass er aber die Tannine zurückgenommen hat, dass das nicht, also die Leute sagen immer pelzig. Ja, genau. Kennst du den Ausdruck, ja. Pelzig? Genau. Also, das ist der Wein gar nicht. Und wenn du eben das zum Essen jetzt dazu trinkst, hätte mir nicht gedacht, dass der Wein, ich habe gedacht am Anfang, der Wein wird das Essen zerschlagen, aber im Gegenteil, es ist so eine tolle Kombination im Geschmack, dass du diese Süße, diese Lebkuchenaromen, die Marmelade, das ergänzt sie einfach so wunderschön mit diesem Wein, dass ich glaube, da einen Glücksgriff gemacht habe. Das will ich dir gleich sagen, ob ich das so bestätigen würde. Ah, okay. Mit dem Gericht zusammen. Moment. So, also, Henning. Ich möchte noch mal kurz. Der riecht wunderbar. Der riecht, wie du schon sagst, fruchtig, nach Traube im Übrigen auch. Und also begeistert bin ich wirklich von der Beschreibung, er ist nicht pelzig, genau, ist gut trinkbar. Normalerweise habe ich häufig bei so einem Rotwein das Problem, dass ich glaube, dass der sehr schwer ist und dass er sehr viel Raum auch in meinem Mund einnimmt. Und bei diesem, muss ich sagen, das ist wirklich leicht. Den kann man gut wegtrinken. Und trotzdem, also der Wein hat ja Kraft, aber das Essen ist so kräftig auch, dass das Essen im Vordergrund ist. Und wenn dann das Essen ein bisschen in den Rücken, also in den, nach hinten trifft, kommt wieder der weinige Geschmack nach vor. Und das hat wieder diesen, was ich früher auch beim Weißwein gesagt habe, wo diese Pupillen anfangen, wieder Wasser zu ziehen, wo du wieder das Gefühl hast, du möchtest schon wieder einen Schluck trinken, essen und sag jetzt immer weiter. Johann, was sagst du denn zu dem Rotwein? Wir haben keinen, aber ich kenne ihn ja. Ich bin sehr angetan. Und ich muss sagen, lieber Walter und liebe Nadine, das ist extrem spannend, auch für uns in der Küche. Ich glaube, Henning, du kannst das nur noch unterstützen und unterstreichen, wie wichtig es ist, sich darüber Gedanken zu machen. Das Essen ist ein Gesamtheitserlebnis, einschließlich Trinken. Und ich meine, es fehlt oft was. Ich finde immer, ich habe mich früher im Restaurant immer aufgeregt, wenn einer gesagt hat, ich hätte gerne die Vorspeise, dazu würde ich nur gerne, ich weiß nicht, was trinken, irgendeine Apfelsaftschorle. Ja. Dann habe ich mir gedacht, da geht jemand wirklich wahnsinnig viel Genuss verloren. Weil das ist für mich so eine Ergänzung, so ein Bearding, was einfach zusammengehört. Also ich muss sagen, das war wirklich sehr, sehr wichtig auch, glaube ich, dass unsere hoffentlich baldigen Besteller oder die zahlreichen Besteller einfach auch wissen zu Hause, warum so, warum die Entscheidung. Und ich bin heute immer noch wirklich, lieber Henning, ich bin immer noch wirklich begeistert, weil wenn mir einer gesagt hätte, irgendwann mal ich esse Christstollen
mit Jakobs, nee, mit Matthias und Rosenmarmelade, dann hätte ich gesagt, da ist irgendeiner, vielleicht weiß ich nicht was, krank, aber ein Kompliment an euch, vielen Dank, so dürfen wir ja machen. Also was ich Ihnen sagen kann, ist, über dieses Thema Pairing, das der Johann gerade angesprochen hat, haben wir uns viele Gedanken gemacht. Und extra für die Weihnachtszeit haben wir uns vor allen Dingen überlegt, wie wir euch so schöne Pakete zusammenschnüren können, dass ihr euch solche Gedanken nicht mehr selber machen könnt oder müsst, Entschuldigung. Ich hoffe, dass ihr vor allen Dingen für das Thema Tischdecken noch mal einiges mitnehmen konntet, denn das wird uns mit Sicherheit dann in der nächsten Runde, vielen Dank schon mal vorab, dann auch helfen, weil jetzt haben wir über die Weiß- und Rotweine gesprochen. Wir haben ja noch ein paar andere Sorten, die auch für Sie interessant sind. Und bis dahin würde ich sagen, schauen Sie sich schon mal um, was wir Ihnen für Pakete zusammengeschnürt haben.